Kennt ihr diese fluffig weichen Burgerbrötchen? Diese englischen Toasties sind perfekte Frühstücksbrötchen, super einfach in der Pfanne herzustellen und ich zeige euch, wie sie gehen. Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Ich habe hier ein bisschen Mehl, ihr könnt sowohl Dinkel als auch Weizen nehmen und dazu gebe ich jetzt ein bisschen Salz. Ich habe jetzt hier die doppelte Menge gemacht, weil sich das wirklich lohnt. Ein bisschen Zucker kommt noch hinzu und das genaue Rezept wie immer unten in der Videobeschreibung. Dazu füge ich meine selbst hergestellte Hefe hinzu, das Hefewasser. Gerade in Krisenzeiten, wie wir leider gerade wieder feststellen, wichtiger denn je. Und dann kommt noch ein bisschen Milch. Übrigens, wie man die Hefe selber macht, verlinke ich euch oben rechts unter dem i. Dazu noch ein bisschen Butter. So, und dann noch ein wenig Wasser. Veganer nehmen einfach statt der Milch Pflanzenmilch und statt der Butter ein bisschen Öl und dann geht das Ganze schon in die Küchenmaschine. Wenn ihr Weizenmehl verwendet, dann stellt euch den Timer eurer Küchenmaschine auf ca. 10 bis 15 Minuten. Bei Dinkelmehl bitte nur 5 bis 8 Minuten. Und in der ersten Minute mache ich das so, dass ich es auf der niedrigsten Stufe mache und bei der Kenwood Cooking Chef reicht danach die Stufe 1 vollkommen aus und so geschmeidig sieht er dann aus. So. Und ihr könnt heute wirklich gespannt sein. Das sind wirklich mit Abstand die besten Brötchen, die ich euch hier zeige. Super einfach auch tatsächlich. Ich decke das jetzt mit meinem Bienenwachstuch ab. Lass es bei Zimmertemperatur stehen, so lange, bis sich der Teig verdoppelt hat. Bei mir hat das so circa 8 bis 12 Stunden gedauert. Das kommt auch tatsächlich auf eure Hefe an und auf die Zimmertemperatur bei euch. So schön festmachen. Zur Seite stellen und dann lasst euch überraschen. So, der Teig ist fertig. Der ist jetzt ein bisschen eingesackt, weil ich die Schüssel ein bisschen zu stark bewegt habe. Nicht wundern. Und dann habe ich jetzt hier Weizengrieß. Bei mir ist das ein doppelt gemahlenes. Ihr könnt auch den ganz normalen nehmen und den wirklich ordentlich ausstreuen, denn die Brötchen sind sehr, sehr weich. Einmal ist der Teig sowieso weich, aber durch das Hefewasser noch mal ein bisschen mehr. Lasst euch hier nicht abschrecken. Ich zeige euch, wie einfach das wirklich geht. Nehmt am besten die Teigkarte zur Hand, die ist da wirklich sehr hilfreich. So, und dann zerteile ich mir das jetzt erstmal, weil 1 Kilo Mehl ist tatsächlich sehr viel. Streut nochmal wirklich genügend von dem Grieß dazu. Also im Prinzip statt Mehl nehmt ihr Grieß zum Ausstreuen und dann kommt die erste Hälfte jetzt erstmal zur Seite. Ihr braucht danach ein Glas oder eine kleine Ausstechform. Und könnt euch am besten schon mal ein Backpapier zur Seite legen oder etwas anderes, wo ihr dann die Toasties zwischenlagert, bevor sie dann in die Pfanne gehen. So nochmal ordentlich bestreuen. Und ich kenne diese Toastbrötchen zum Beispiel von einem großen Fastfood-Giganten. Früher, damals, als ich noch jung war, bin ich da gerne mal immer morgens hingegangen und habe mir diesen Mac irgendwas geholt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Und ich mochte den total gerne. Aber diese Frühstücksbrötchen habe ich selber noch nie selber gemacht. Jetzt hatte letztens in der Facebook-Gruppe jemand das gebacken und dann dachte ich, das ist das Stichwort, das muss ich unbedingt machen. Und habe da jetzt wirklich was Tolles hier zusammengezaubert, mir was ausgesucht, dass das wirklich super einfach auch für euch ist. Das heißt, ihr habt hier den Teig, bestreut den wirklich ordentlich mit dem Weizengrieß. Das macht überhaupt nichts aus. Das hilft nachher, dass der in der Pfanne, wenn er gart, auch so schön rutscht und nicht klebt. Wirklich perfekt. Und dann drückt ihr ihn ein bisschen flach, so dass er circa 1 Zentimeter dick ist. Wie gesagt, ganz viel Weizengrieß. Das ist das Zaubermittel. So. Ihr könnt auch Maisgrieß verwenden. Das geht natürlich auch. So, schön platt drücken. Und dann habe ich hier eine Ausstechform. Alternativ könnt ihr auch ein Glas nehmen. Und dadurch, dass ihr genügend Weizengrieß vorher oben drauf gestreut habt, kann er super einfach ausgestochen werden. Und ich hatte zuerst überlegt, ob wir nicht normale Brötchen formen, aber tatsächlich durch das Ausstechen kriegt er die perfekte Form. Das ist tatsächlich einfach so. Ihr könnt größere oder kleinere nehmen. Ich verlinke euch meine Ausstechform nochmal unten in dem Video. Und ich habe jetzt bei der doppelten Menge 24 rausbekommen. Das heißt, für die einfache Menge, die unter dem Video steht, bekommt ihr so circa 12 Stück raus. Und ich kann euch sagen, trotz der doppelten Menge ist da nicht mehr viel übrig geblieben. Sollte dennoch was bei euch übrig bleiben, dann könnt ihr es am nächsten Tag einfach aufschneiden, das Brötchen,
und dann im Toaster aufbacken. Die sind super genial. Ich habe euch ja auch schon mal Brötchen für den Toaster gezeigt. Verlinke ich euch auch nochmal oben rechts das Video. So, und dann mit Hilfe der Teigkarte packt ihr jetzt diese Frühstücksbrötchen auf ein Backpapier. Und dann lasse ich das noch circa für 30 Minuten ruhen. Ich habe das dann einfach in den Backofen geschoben. Der war nicht an oder so. Und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und während die einen Brötchen schon ausgeruht waren, konnte ich dann eben den weiteren Teig verarbeiten. So, und hier nochmal den Rest. Ich zeige euch mal, wie ihr das optimal verarbeitet, denn das ist wirklich eine Herausforderung. Und ihr seht, ich falte das jetzt einfach ganz normal weiter, mische dabei den Weizengrieß mit drunter. Das ist überhaupt nicht schlimm, das macht nichts. So, wieder schön verteilen. Und das macht echt Spaß. Also ich kann euch sagen, auch wenn das ein ganz klebriger Teig war, das Ausstechen und danach das Backen, das war wirklich richtig schön angenehm. Das war nicht stressig oder ähnliches, das war total einfach. Wenn man den Dreh erstmal raus hat, dann kann ich euch versprechen, habt ihr große Freude daran. So, auch hier das Stück schön zur Seite. Und ihr könnt nachher erkennen, das habe ich extra so vorbereitet, in der Pfanne, wie die nochmal aufgehen. Es gibt einige Videos, da wird der Teig sehr flach gemacht. Das habe ich nicht getan, weil das tatsächlich hier viel besser von der Konsistenz her wird. Also macht den maximal so einen Zentimeter, dass ihr das ausrollt, und da braucht ihr auch kein Nudelholz oder ähnliches. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid beim Campen oder so, dann könnt ihr diese Brötchen auch ganz fantastisch machen. So, das Reststück, das falte ich mir jetzt so ohne Ausstecher. Und dann geht es hier weiter. Guckt euch das an. Zack, 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 ein bisschen Fleißarbeit. Super einfach gemacht, und wenn ihr geschickte Kinder habt, dann können die das auch. Die Pfanne habe ich aufgeheizt auf hoher Stufe, habe die Hitze dann runtergedreht auf die mittlere Stufe, und das ist wichtig. Habt ihr das zu heiß, dann wird das nichts. Und dann habe ich das links ausgetestet in der Pfanne mit ein bisschen Fett. Das haben einige gemacht, das fand ich aber nicht so gut. Das Ergebnis ohne Fett war viel besser. Aber seht hier selber und guckt mal, ihr könnt das sehen durch die Zeitraffer. Wirklich klasse geworden, schön fluffig, locker leicht. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die von innen aussehen. Echt fantastisch. Ihr hört, ich schwärme schon das ganze Video, aber die sind auch richtig lecker. Guckt euch das Ergebnis an. Übrigens, einige von euch wissen ja, ich habe ja Mitgliedschaften bei uns. Und ab der Goldmitgliedschaft werdet ihr natürlich namentlich genannt. Und hier möchte ich ganz liebe Grüße an Maren Kälberer ausrichten. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig über deine Mitgliedschaft. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut mal unter diesem Video, da steht alles drin. Schnelle Antworten garantiert und noch viele weitere tolle Features, die ihr da wirklich bekommt. Jetzt genießt die Brötchen und die Videos, die jetzt wieder da sind. Ich bin bald wieder für euch zurück. Eure Emma.